Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Phantom Doctrine. Wir sind gerade von einem Einsatz zurückgekehrt, haben einen Informanten gerettet, haben jetzt also einen neuen Agenten. Wir müssen hier natürlich erstmal unsere Leute wieder alle entwaffnen. Lalalala. Quecksilbermunition haben wir mitgenommen. Ja, schade, dass es dazu irgendwie keine Beschreibungen gibt. Oder ich habe die noch nicht gefunden. Eins von beiden auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Sprenger, was haben wir denn für dich? Peripheres Sehen, Gelassenheit finde ich ja auch richtig gut. Ja, wir nehmen Gelassenheit. So, wer war noch mit? Schütze war mit auf jeden Fall. Ich habe leider immer noch nicht genug Ausrüstung für alle. So, Marlin war auch mit. Ein super Job. Hat Wels befreit. Da ist Wels. So, das schauen wir mal. Furchtlos. Perfekt. Der kann dann zusammen mit Sprenger operieren. Schauspieler. Sehr gut. Der wird uns doch wieder in den Rücken fallen, oder? Kugelsichere Weste Mark II. Sehr schön. Und eine Betäubungsbombe. Oh. Dann sieh mal einer an. So, womit kannst du denn umgehen, guter Mann? Pistole geben wir ihm eine Cobra. Ja, kann leider nicht vernünftig damit umgehen. So, und eine M12. Das ist für einen Infiltrator auch ganz cool. Ich würde ihn ja auch verhören eigentlich, um mal auszuschließen, dass er ein fieser Doppelagent ist. Mit 119 Lebenspunkte ist Schauspieler, der ist eigentlich ungemein wertvoll. Der wird wahrscheinlich wieder ein Doppelagent sein. Mutmaße ich jetzt einfach. So, da müssen wir mal ins MK Ultra gehen. Und Werwolf. Einem vernünftigen Verhör unterziehen. Also außerdem haben wir Hinweise bekommen. Für Projekt Eisberg nichts, für Ablenkungsmethoden haben wir einen Hinweis bekommen, glaube ich. Ja, genau. Der Komiker Flughunde waren hier drüben, glaube ich, irgendwo, oder? Ja, genau da. Obsidiane und Teergrube. Okay, das hängt ja also alles irgendwie zusammen. So, Komiker und Obsidiane. Da, 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 da. Ne, nix. Okay. Also bisher erschließt sich das noch nicht so richtig, wie das alles hier zusammenhängt. Mal gucken. So, und für die Weberakte haben... Stand da nicht, wir haben 8 Informationen bekommen, wir brauchen aber nur noch 5. Ach so, okay, wir hatten vorher nur 3, alles klar. So, München. München kommt ja schon mal nach hier drüben. Die blauen GIs, Valhalla und die Gerissenen. Nee. So viele Texte wieder. Die Bezwinger und Vorreiter. Die Indigos und das Designbüro. Ah, warte mal. Die. Nee, alles klar. Indigos und Design. Hier, Designbüro. Das hängt hier zusammen. Torbogen, Schwertkämpfer, Bezwinger, Quartett. Schwertkämpfer hatten wir, glaube ich, schon irgendwo, oder? Ja, hier. Na gut, schauen wir mal. Ich habe den Leuten von Geschwärz gesagt, dass sie uns Wartungsausweise beschaffen sollen. Geschwärz hat Geschwärz bestochen, damit er uns ohne Fragen in den Wasserrand bringt. Sie betreiben einen zivilen 747-Frachtservice im
Torbogen. Okay, wir wollen also wieder irgendwas Großes hier. Bewegen so Torbogen. Das hängt hier also mit Vorreiter und Cobra-Biss zusammen. Herr Kardinal, Sie Idiot, ich habe Ihnen gesagt, dass die Nachtwache es ganz und gar nicht leiden kann, wenn verdeckte Operationen schriftlich fixiert werden. Das könnte verdammt nochmal auch ein Spion für Planwagen oder sogar geschwärzt sein. Okay. Herr Kardinal, Nachtwache, das kommt hier unten hin. Planwagen. Also, Geschwärz hat uns gebeten, Shogun während seines Aufenthalts im Paradies zu verfolgen, nachdem er verdächtigt wurde, mit Geschwärz verwickelt zu sein. Larry McDonald und Geschwärz wurden entsandt mit Unterstützung. Geschwärz. 1242, Ankunft im Paradies. Ziel überprüft das Gebiet und betrat die Geschäfte. Bis 1320, Zielperson betritt und verlässt das Geschäft und überprüft jedes Mal das Gebiet. Ja, gut gemacht. So, Larry McDonald. Wer ist Larry McDonald? Das Paradies und Shogun hängen da dran. Eine orbitale Kommandokonsole, 24 Computer, 48 Hilfsmaschinen, gekauft vom früheren Händler für die Pressegang. Bericht Tag 2, erfolgreiche Ankunft in der Quelle. Agenten von der Schwalbe abgeschüttelt, die mich vom Flughafen verfolgten. Tag 4, Kontakt mit Händler hergestellt. Tag 5, geschickt für einen Schlag gegen das Geschäft des Händlers mit dem Ionensturm. Tag 12, Team von Geschwärzt und der Schwalbe identifiziert. Zum Glück sorgte der Reservetrupp für eine Ablenkung und die Fracht wurde erfolgreich nach Geschwärzt transportiert. So, Pressegang. Das hängt hier unten mit dran. Schwalbe, Quelle, Ionensturm. Nee, kann ich noch nicht zuordnen. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Na, wie sieht's denn aus im Labor? Ja, Schütze und Marlin sind ja jetzt wieder raus. Die sollten eigentlich Zyklophenil bekommen. Achso, Raloxifen erhöht die Bewegungsreichweite und den Panzerungswert. Aber nicht so, dass sich der Rest da lohnen würde. So, dauert 3 Stunden. Kein Problem. Die Zeit haben wir. Denke ich. Hoffe ich. Da haben wir nämlich eine Quelle. Da müssen sich jetzt Ghoul und Magnate drum kümmern. So, die Weberakte können wir dann hier abschließen, hoffentlich. Kobolde und Weber, na da haben wir es doch. Weber, wo sind die Kobolde? Die hatte ich doch, hatte ich die hier schon? Ahaha. Das hängt nämlich alles hier mit dran, wer hätte das gedacht? So, der Gegenstrom. Kalamari und Schaufeln. Was hängt hier mit dran? So, und was haben wir hier? Sie sollen sich... Achso, Shogun. Sie sollen sich zur ersten Adresse im Anhang begeben, Farm außerhalb von Pleshek. Dort werden Sie und Provokateur sich als abtrünnige Agenten vom Zelleutis können wir rechtslinken ausgeben und Ihnen Beweise zu außerirdischem Leben an der zweiten Adresse ein verlassenes Gebäude versprechen. Danach werden Sie zum Hauptquartier zurückkehren und neue Befehle erhalten. Falls Sie neugierig sind. Oh, ich bin neugierig. So, okay, das muss ich jetzt irgendwie ein bisschen geschickt anordnen, befürchte ich. Das heißt, Vladivostok. Holen wir uns mal hier rüber. So, Shogun. Und Provokateur haben wir noch nicht.
Also irgendwie befürchte ich, kann ich das noch nicht lösen. Oder ich habe irgendwas übersehen. Möglich ist es. Wo hatten wir noch irgendwas Neues bekommen? Ablenkungsmethoden, alles klar. Ups. So, Calamari Aruba Bucht, das gehört hier oben hin. Calamari und Agir. Calamari. Ballast und Maverick. Nee, hier kommen wir scheinbar auch noch nicht so richtig weiter. Betreff gefundenes Waffenversteck in der Nähe vom Garten Eden. Trafen zwei Beamte ein und behaupteten, sie seien von Geschwärz. Sie weigerten sich, sich zu identifizieren und nannten sich stattdessen Komiker und Geschwärz. Sie sagten, das Versteck gehöre C3, Colossus Computer, und dass sie berechtigt seien, den Fund zu beschlagnahmen. Okay. So, Colossus, Garten Eden und Komiker, das gehört hier drüben hin. Okay, das hier ist also unsere nicht so nützliche Ecke. Ja. Also die Ecke hier können wir, glaube ich, ausschließen. Ich glaube, hier drüben, das dürfte die interessantere Ecke sein. Na, schauen wir mal, was sich da alles noch ergibt. So, für Projekt Eisberg haben wir nichts. Alles klärchen. Saboteurkonditionierung haben wir gerade erforscht quasi. Mann, da soll nicht Wolke rein, sondern Sniper macht das. So, dann schauen wir mal. Krankenstation, Gambit-Behandlung, Labor, Observierung, weiß ich nicht. Konvertierung, unauffällige Identitäten, super Sache. Verbesserte Saboteurkonditionierung. Ja, das hier ist halt auch eine feine Sache. Aber wir machen erstmal die verbesserte Saboteurkonditionierung. Dann können wir die bei Gelegenheit nämlich auch mal effektiv einsetzen. So, ich hoffe, Schütze und Marlin werden hier bald fertig. Was war das? Eine Stunde? Ja. Persönliche Geschichte. Schneider wurde aus dem Gefängnis entlassen. Der Agent ist nach längerer ungeklärter Abwesenheit zurückgekehrt. Sehr schön. Schneider erzählt uns von einem Versteck der Beute aus einem Raubüberfall. Wir haben sie uns geschnappt. Das Geld können wir gut gebrauchen. 1000. Schön. Schneider ist uns für unsere Hilfe während ihres Gefängnisaufenthalts dankbar. Dein Handeln hat uns das Vertrauen und die Loyalität unseres Agenten gesichert. Sehr gut. Also Schneider können wir bedingungslos vertrauen, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, ich schaue mal gerade ins Crewquartier. Sprenger soll ja eigentlich mit Belz zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, mit wem Schneider zusammenarbeitet. Wie viele Leute habe ich denn hier noch? Muss jetzt wieder eine ungerade Anzahl sein, ne? Zwei. Ne, es ist eine gerade Anzahl. Oha. Na, dann schauen wir mal. Wer ist denn hier alles verfügbar? Sprenger, Schneider, Torpedo, Wolke und Wels. Torpedo und Wolke. Aber das ist doch eine ungerade Anzahl. Ah, Gallagher. Gallagher und Torpedo. Wolke und Schneider und Sprenger und Wels werde ich zu. Ja, die sprechen auch beide Italienisch. Perfekt. So, Gallagher, dann Englisch. Torpedo beherrscht Mandarin. Schneider kann Englisch und Wolke kann Türkisch. Wolke kann Türkisch.
Okay, ich schätze mal, Schneider und Wolke werde ich mal schnell in die USA verlegen, solange Schütze und Marlin noch trainieren. Dann kann ich den beiden nämlich vielleicht noch ein gutes Training angedeihen lassen. Mal gucken, was wir Schütze hier geben können. Was hast denn du? Anstrengung und Opportunist, das ist nicht so verkehrt. Da müssen wir mal gucken, ob wir ihn drauf trainieren können, hier mit dem EIW umzugehen. Ja, ich glaube, ein Waffentraining wäre ganz cool für die beiden. Obwohl ich die auch vernetzen kann. Dann könnt ihr mit der TT oder mit der, ja, ich schätze mal, Schütze und Marlin, die werde ich jetzt halt richtig zu Saboteuren ausbilden. So, dann sind die hier ein bisschen beschäftigt, haben ein bisschen Geld in die Hand genommen. Aber es lohnt sich ja auf jeden Fall für die beiden. So, das ist alles cool. Potenzieller Rekrut, Bass. Wir brauchen Bass, Bass. Was? Geht ein Digger. Was sind das? Irgendwelche Teil... Seilmantelgeschosse. Was sind das für Geschosse? Teilmantelgeschosse. Machen plus 10 Damage. Durchdringen aber keine Panzerung. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. Wir basteln lieber Schalldämpfer für alle. So, zur Einrichtung da unten hat es irgendwo geblinkt, habe ich gesehen. So, Gewehr. Einmal die Kontrollphrase rein. Das dauert auch richtig lange. Und dann werden wir ihm mal Saboteur auch verpassen. Wir haben schon wieder so viele Schalldämpfer angesammelt. Flagge. Feind aufgedeckt. Wo ist denn der Gute? In Houston. Aha. Zusammen mit Tapfer. Das heißt, da haben wir schon mal zwei mit einer Kontrollphrase. Und Hyde ist irgendwie auch da. Drei Agenten da. Wow. Saboteurbehandlung kosten. Ja, okay, ist ja. So, was wollen wir denn haben? Unauffällige Identitäten sind eine gute Sache. Fehlt dafür irreführende Information. Den würde ich super gerne haben. Verbesserte Informantensuche, auch eine geile Sache. Ah, die verbesserte Lokator-Antenne wäre vielleicht auch eine coole Sache. Optimierter Cashflow müssten wir eigentlich auch machen.
Erhöht die Reisegeschwindigkeit. Ich will die Reisegeschwindigkeit erhöhen. Da gibt es so tolle Sachen. Verhöre kosten weniger Zeit und Geld. Ja, die sind schon relativ günstig, tatsächlich. So, ich möchte das Transportnetzwerk haben. Es kostet zwar einen Haufen Geld, aber wir können schneller reisen. Kodiak, fertig. Indigo hat er auch trainiert. Dann sieh mal einer an. Ah, Indigo und Sickle habe ich auch trainieren lassen. Ja, geiler Scheiß. So, wollen wir dir mal neue Waffen verpassen, Jung? So, ich nehme immer noch Panzerbrecher auf jeden Fall. Außerdem gibt es eine kugelsichere Weste Mark II für dich. Kein Problem, Jin. Gerne. Danke. So, wen haben wir noch gerade aufgemotzt? Wo sind die denn? Ah, sind alle hier unten gelandet scheinbar. So, irgendeine Pistole, die wir dir hier... Nee. Pistolentraining gab es scheinbar gar nicht. Aber... das IIB macht weniger Schaden. Und Sickle kann nicht mal infiltrieren. Warum habe ich ihr dieses Training gegeben? Eigentlich damit sie mit der EIW umgehen kann. Aber ich meine, sie hat eine Schrotflinte. Das ist egal, wir geben ihr das EIW. Das ist nützlicher, ein bisschen vielseitiger auf jeden Fall. So, Jonas, womit kannst denn du jetzt umgehen, mein Guter? Verrat mir mal. Ja, das dicke Scharfschützengewehr hat er immer noch. Das MG51 ist jetzt auf jeden Fall eine Option für Jonas. Mal direkt einen Schalldämpfer drauf. Ja, und dann, genau, ich habe ihn hier ausbilden lassen, damit er halt die Option hat, wenn er halt infiltrieren soll, dass er halt eine MP mitnehmen kann. Ja, und da ist die MP5 halt tatsächlich eine sehr gute Sache. So, und dann kann Jonas nämlich auch endlich mal infiltrieren. Da kommt Freude auf. Und hier wollten wir dir hauptsächlich... Warte mal, bist du... Nee, du bist meistens auch nicht mit der Infiltration beschäftigt. Dann geben wir dir einfach noch unser letztes EIB. Und dann passt das hoffentlich. So, was muss ich denn gerade noch? Nichts weiter, ne?
Oh, persönliche Geschichte. Das Trainingslager, in dem Indigo ihre Fähigkeiten verbesserte, wurde von einer Terroristengruppe angegriffen und alle Teilnehmer sind gekidnappt worden. Die Angreifer verlangen ein Lösegeld. Wir schicken Söldner, um die Terroristen zu töten. Wir werden die verfolgen. Ich könnte auch das Lösegeld bezahlen. So, Indigo direkt vermisst. Schade. Haben wir gerade für teuer Geld ausgebildet und ausgerüstet. So, und jetzt sind wir nämlich in Houston fertig. Und da hätte ich Indigo natürlich super gerne mitgenommen jetzt. Funktioniert natürlich nicht. So, wir nehmen Jonas mit. Wir nehmen Jin mit. So, oh Gott. Junge, du brauchst natürlich noch eine andere MP. Du kannst gar nicht mit einer anderen MP umgehen, sagst du? Das ist natürlich schade. Das ist natürlich sehr schade. Ja, da muss die TT wohl reichen. Die dürfte, ja, die macht 115 Schaden. Damit kann man auch mal Leute so umhauen locker. So, ihr beide kommt mit. Dann haben wir vor Ort auf jeden Fall Ghoul und Magnate. Achso, ja, ich mache das natürlich wieder. Oh, es ruckelt heute gar nicht hier. Das ist eine feine Sache. Dann bleibe ich hier. Dann können wir zusammen hier ein bisschen ausrüsten. Magnate hat auch kein vernünftiges Training, leider. Ja, Ghoul und Magnate, die waren halt super lange im Einsatz irgendwie. So, und hier wollte ich eigentlich Indigo und Sickle mitnehmen. Und das wird jetzt wohl nichts. Wales weiß ich nicht, ob ich den einfach so mitnehmen will. Ja, okay, jetzt fängt es an zu ruckeln. Das heißt, ich überlege mir das dann doch irgendwie anders. Offscreen quasi. Und dann war es das für heute. Und beim nächsten Mal werden wir diese Terrorzelle hier aber sowas von platt machen. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.